Gut und willkommen bei Barbecue Cutcher. Wir sind heute mal wieder richtig spießig unterwegs. Wir machen heute Schweinefilet-Spieße in Knoblauch-Kräuter-Marinade. Die Marinade machen wir uns selber. Wie wir den machen, zeige ich euch natürlich wieder jetzt. Also, komm mal mit. Und hier haben wir schon unsere Zutaten. Sieht ein bisschen wenig aus heute, ne? Also das Schweinefilet haben wir schon mariniert. Und wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Hier ist jetzt alles, was wir brauchen zum Marinieren von unserer Schweinelende. Hier seht ihr noch am Stück. Die müssen wir noch ein bisschen parieren. Zum Marinieren brauchen wir heute Knoblauch natürlich. Wir nehmen ein bisschen Rosmarin dazu. Salz, Pfeffer haben wir hier in schwarzen Körnern. Die müssen wir uns noch ein bisschen hier mörsern. Das seht ihr aber alles gleich. Ein bisschen Senf, ein bisschen Honig, ein bisschen Olivenöl und das war's im Ganzen auch schon. Wir salzen das Ganze nur ein bisschen, weil wir tun das Salz, das Fleisch später dann nochmal ein bisschen salzen. Also nicht allzu viel jetzt schon in die Marinade. Wie wir das Ganze jetzt verarbeiten, zeige ich euch, also kommt mal rüber. So, jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen parieren. Ihr kennt das ja wahrscheinlich alle, an der Schweinelende habt ihr hier immer noch so eine Sehne dran. Die müssen wir jetzt ein bisschen wegparieren. Ansonsten müsst ihr heute gar nicht so viel machen da dran. Ich zeige euch gleich später, in welche Stücke wir das haben wollen für unsere Spieße später. Ich pariere das Ganze jetzt erstmal weg und dann geht's weiter. So, wir haben uns das Ganze jetzt pariert. Jetzt gehen wir hin, müssen wir nur gucken, wir haben hier vorne wieder diesen Kopf. Den nehmen wir uns, weil der ist hier oben dran und schneiden uns den hier unten am Kopf ab. Und versuchen uns das später als ein Stück auf den Spieß zu machen. Ansonsten habt ihr nämlich so ein kleines Teil, was ihr nicht gebrauchen könnt. Ansonsten gehen wir jetzt hin und machen immer, ja, so ungefähr, ja, 5 cm Stücke. Also schon ein bisschen größer. Und das letzte Stück, was so etwas flacher ist, nehmt ihr euch später einfach und klappt das wieder so zusammen und spießt das dann auch so auf. Das wandert jetzt erstmal beiseite und wir kümmern uns um die Marinade. So, jetzt haben wir hier den Knoblauch. Ich habe schon mal geschält. Das sind jetzt 8 Knoblauchzehen, die wir da reinmachen. Also heute gibt es richtig Hashtag Knoblauchliebe. Das Einzige, was wir mit dem Knoblauch jetzt noch machen, ist, wir hacken uns den so mal in grobe Stücke runter. Dann lässt er sich später hier drin einfacher verarbeiten. Aber gar nicht fein. Einfach nur grobe Stücke runterhacken. Das tut es dann schon. So, unser Knoblauch haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen grob runtergehackt. Jetzt gehen wir aber erstmal hin und nehmen uns hier unsere Pfefferkörner hier rein. Ne, kommt ihr alle mit? Ne, wollen heute nicht. Und die tun wir uns jetzt erst schon mal ein bisschen klein mörsern und dann geben wir den Knoblauch mit rein. So, unseren Pfeffer haben wir jetzt schon mal ein bisschen klein gemacht. Der muss auch noch nicht ganz fein sein. Jetzt geben wir hier unseren Knoblauch mit rein. Und das machen wir jetzt erstmal zu so einer Paste. So, wir haben jetzt hier so eine, ja, pastenartige Masse. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Rosmarin, den schneiden wir uns jetzt gerade noch ein bisschen runter. Der kommt jetzt auch noch mit hier rein. Den Rosmarin jetzt einfach schön fein hier runter hacken. So, unseren Rosmarin haben wir jetzt auch schön fein runter gehackt. Den geben wir jetzt auch gerade noch mit dazu. Jetzt geben wir da schon mal Olivenöl mit rein. Ich würde sagen so 1,5 Esslöffel schon mal. Und jetzt das Ganze erstmal gut wieder verrühren. Geben wir nochmal einen Schluck dazu. Dann kommen jetzt auch schon die restlichen Zutaten dazu. Jetzt kommt der Honig dabei. Auch so ein Esslöffel. Dann kommt hier ein Teelöffel Senf mit rein. Und wir salzen das Ganze, aber nicht viel, wirklich nur ein bisschen, gar nicht zu viel. Und jetzt das Ganze, erstmal Salz wieder rein, jetzt das Ganze zu einer Masse machen und dann schauen wir mal, wie die Konsistenz ist. So, das dürfte lang für unsere Marinade. Jetzt holen wir uns das Fleisch wieder und dann wird mariniert. So, jetzt gehen wir erstmal hin und befreien hier das Ganze schon mal ein bisschen von unserer Marinade. Wir wollen ja nichts verschwenden, ne? Und jetzt geben wir die Marinade hier zu unserem Fleisch dazu. Und auch alles schön rausholen hier. Deswegen Handschuhe angezogen. Erstens mal stinken danach die Finger nicht so nach Knoblauch. Und wir kriegen das Ganze schön hier raus.
So, und jetzt heißt's, das Fleisch erstmal schön in der Marinade wälzen, ein bisschen massieren. Alles was abkriegen. So, unser Fleisch ist schön mariniert. Und so kannst du erstmal weitergehen. So, unser Fleisch ist fertig mariniert oder es ist erstmal jetzt mariniert. Das Ganze wandert jetzt für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank. Ihr könnt das natürlich auch über Nacht im Kühlschrank lassen, aber ich würde echt 4 Stunden sagen, dann ist das Ganze schon einigermaßen durchmariniert. Umso länger, umso besser. Also wirklich über Nacht ist perfekt. Wir machen das nachher. Also wir haben jetzt gerade schön morgens noch ein bisschen frisch. Ich wandere jetzt mit dem in den Kühlschrank. Nein, nicht. Das Ganze wandert jetzt in den Kühlschrank und wir sehen uns nachher wieder, wenn es losgeht mit dem Grillen. So, jetzt sind aber auch schon fast 5 Stunden rum, wo wir das mariniert haben. Jetzt müssen wir das Fleisch noch schön in Bacon wickeln, uns auf die Spieß hier machen und dann geht's auf den Grill. Die Spieß hier findet ihr wieder den Link unten in der Infobox. Ich liebe diese Spieße, die sind mega. Wenn ihr später das Fleisch runter haben wollt, ihr müsst nicht irgendwie mit irgendwas schieben oder sowas. Ihr habt hier hinten einfach so ein Schiebe und zack, einmal runter damit. Mega. Also, wer Bock auf Spieße hat, schaut mal unten vorbei. Wir müssen das Ganze jetzt wickeln und spießen. Machen wir zusammen. Kommt rüber. So, jetzt sind wir auch schon hier. Jetzt nehmen wir uns hier das erste Stück von unserem marinierten Fleisch. Und das riecht fantastisch, ich sag's euch. Jetzt nehmen wir uns hier auch die erste Scheibe Bacon direkt. Und jetzt wickeln wir uns das hier einmal um das Filet drumherum. So soll das aussehen. Jetzt kommt schon unser Spieß. Einmal durch. Und das machen wir jetzt einfach mit allen. Wir teilen es halbe halbe auf die zwei Spieße auf und dann treffen wir uns wieder. So, unsere Spieße sind fertig. Ich finde, die sehen jetzt schon mega aus. Jetzt müssen wir sie natürlich noch angrillen. Der Grill ist gerade am Vorheizen. Wir machen das Ganze erstmal schön auf der Gusplansche. Einmal schön eine Kruste drauf und dann in den indirekten Bereich gar ziehen lassen. Treffen wir uns aber gleich wieder. So, unser Grill hat schon schön Temperatur. Unsere Plansche hat richtig Temperatur. Wir wollen jetzt schön eine Kruste drauf zaubern. Dann legen wir unsere Spieße mal auf, oder? Und Achtung, ihr hört jetzt wieder mein Lieblingsgeräusch. Und nochmal. Ach, ist das nicht schön? So, dann drehen wir die Spieße das erste Mal. Jetzt am besten Handschuhe anziehen. So sollen die aussehen. Wir werden auch gleich die Seiten mit dem Bacon schon mal ein bisschen anbrutzeln auf den Seiten und dann wandern sie in den indirekten Bereich zum Garziehen. So, dann nehmen wir unsere Spieße und drehen die uns jetzt nochmal auf die Seite. Jetzt darf der Bacon auch noch ein bisschen Farbe kriegen. So, unsere Spieße sind jetzt auch auf der Bacon-Seite schon mal schön ein bisschen angeknuspert. Jetzt nehmen wir sie hier rüber. Wir haben jetzt hier in der Mitte keine Brenner an. Da legen wir sie uns jetzt hin. Machen jetzt den Deckel zu und da dürfen sie jetzt zu Ende ziehen. Kerntemperaturen, welche was ist, schreibe ich euch wieder unten in die Infobox. Könnt ihr nachlesen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die fertig sind. So, unsere Spieße sind fertig. Wir sind jetzt, dadurch, dass die Teile unterschiedlich groß sind, zwischen 60 und 65 Grad. Also die schwanken alle so hin und her. Das ist auch genau der Rahmen, in dem ihr euch möglichst bewegen solltet. Alles drüber wird dann irgendwann trocken, alles drunter ist dann teilweise noch roh. Also 60 bis 65 Grad ist mega. Genauso sind wir jetzt. Die holen wir jetzt runter, lassen sie einen Augenblick abkühlen, dann tun wir es hier anrichten und dann müssen wir probieren. So, hier sind jetzt unsere Spieße, sind einen Augenblick abgekühlt und jetzt zeige ich euch mal. Wir haben ja hier jetzt alles drauf, von hier hinten diesen Schieber. Und jetzt gehen wir hin und schieben uns das Fleisch einfach hier runter. Und das finde ich mega an den Dingern. Also, wer Interesse hat, unten in der Infobox, habt
Habe ich euch verlinkt. Zweiten Spieß auch noch. Und was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen es probieren. Es muss ja auch noch schmecken, oder? Das Ganze. Also opfere ich mich mal wieder nur für euch und nehme mir mal hier so ein schönes Stück mit Bacon und so. Es riecht mega, sage ich euch schon mal. Noch schön rosa, zeige ich euch gleich. Aber erstmal rein in die Birne und mal gucken, ob es schmeckt, ne? Boah. Ist das geil. Das ist eine richtig geile Marinade. So einfach gemacht, so lecker. Mariniert euer Fleisch selber. Kauft kein mariniertes. Das ist um Welten besser. Ohne Scheiß. Macht's einfach selber, ihr wisst, was drin ist. Richtig geil. Also, nachmachen, empfohlen. Wenn ihr es nachgemacht habt, sagt mir mal Bescheid, wie ihr es fandet. Habt ihr es ein bisschen anders gemacht? Habt ihr noch ein bisschen, zum Beispiel mehr Salz oder sowas reingetan? Ich habe jetzt keinen Salz mehr reingemacht, weil der Bacon selbst drumherum nochmal salzig ist. Also, das passt schon so. Richtig lecker. Also, nachmachen, Abo dalassen, dann verpasst ihr sowas nicht mehr. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, freue ich mich immer. Kommentare reinballern, ich versuche alle zu beantworten. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Rezept. Wenn ihr ein Abo da lasst, verpasst ihr das Ganze auch nicht. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei Marks und Barbecue Culture. Und tschüss. Und was mache ich jetzt? Ich muss jetzt essen.